Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Indiana Jones und der Turm von Babel. Dazu müssen wir erstmal den Revolver zücken. Das wäre viel dramatischer gewesen, verdammt. Ach, Loite. Hi, hey, was geht? Es ist Freitag? Ja. Ich sollte mir vielleicht merken, bevor ich die Ansagen mache, was für ein Tag ist. Ja, es ist, glaube ich, Freitag. Es läuft absolut nichts in der Glotze und Felo hat heute zum Glück... Na, was heißt zum Glück, aber hat heute ausnahmsweise mal nicht darum gebeten, Downfall aufzunehmen. Das werden wir erst morgen wieder machen. Und ich wollte gerade sagen, warum ist der Sound gerade ausgegangen? Und da hier gerade nichts im Fernsehen läuft, wirklich nur Müll, die komplette Palette entlang. Und sag mal bitte, keiner Vibesbilder ist eine gute Komödie. Ich finde das nicht. Ja, machen wir Indy. Und Indy drückt keine Knöpfe. Das wissen wir ja schon lange. Das ging aber schnell. Vielleicht benötige ich hier etwas Hilfe. Ah, okay. Das heißt, diese Passage ist wahrscheinlich dafür gedacht, wenn ich Sophia gerettet habe. Boah. Das wäre ein Moment, ist das da oben? Hui. Das ist ein cooler Anblick. Richtig schöner Lavamund. Aber es wäre noch cooler gewesen, wenn unten hier diese Szene, was auch immer das sein soll, ein bisschen weiter ausgebaut gewesen wären. Das ist ein richtiges Maul, also nicht so ein Oberkiefer vorstehenderweise. Na, verdammt, jetzt denke ich hier gerade, hier haben wir eine Sophia und in Downfall haben wir eine Sophie und oh, Hilfe. Das Mädel ist nicht ganz korrekt. Aber das werdet ihr erst noch sehen. Wir haben nämlich schon massig voraufgenommen. Und ich bin ein wenig trödelig beim Rendern. Ich mache einfach jedes Mal jetzt zwei Folgen und lade es dann direkt hoch. Das ist angenehmer für mich. Yay, Munition. So, lass mich mal kurz gucken. Eigentlich sollten ja noch genug Sowjets rumlaufen, um den ganzen Tag zu beschäftigt zu sein. Lass mich raten, die Tür kann man nicht öffnen. Es ist eine Tür, aber ich scheine sie von dieser Seite nicht öffnen zu können. Mein Alternativspruch. Von dieser Seite kann man sie nicht öffnen. Aber was ganz Neues, Indy. Moment. Das erinnert mich an was. Das ist, glaube ich, auch so eine Stelle, die ich mal hatte. Denn an einem gewissen Punkt hatten meine Eltern, glaube ich, angefangen zu cheaten. Was so viel bedeutet wie... Ich erinnere mich daran, dass ich bei einem Aufzug in diesem Level... Moment. Habe eine Möglichkeit gefunden, das Speichern ein bisschen zu beschleunigen. Das passt jetzt ganz gut. Dass ich da mit einer Schrotflinte oder Raketenwerfer durch die Gegend gelaufen bin. Und ich glaube, wie viel sind's? 4, 5 Sowjets auf einem Fahrstuhl erledigt habe, der runtergefahren ist. Ich könnte es mit einer Granate versuchen, aber wisst ihr was? Ich mache das jetzt mal mit der Maschinenpistole. Na? Ja, 4 Stück. Ja, super, tolle Zwischensequenz. Ja. Was? Oh, oh. Hä? Was? Oh, oh. Ich habe die Typen schon ermordet und dann sagst du erst, oh, oh, blöde Idiotin, nie. Aber ihr habt jetzt gesehen, wie mächtig das Maschinengewehr sein kann, wenn man es gegen solche Gegnermassen benutzt. Das Einzige, was noch mächtiger sein kann, ist die Schrotflinte, wenn die Gegner halt entsprechend gut zusammenstehen. Aber die hier haben sich ja direkt verteilt. Was hat der? Hat der... Moment, welcher von den beiden hat jetzt was fallen lassen, wo ich noch rankomme? Das müsste der hier sein, aber der hat wahrscheinlich die Lava fallen lassen. Ne, hier vorne, hab's noch nicht gesehen. Sehr schön. Gut, dann haben wir das Problem ja auch erledigt. Dann gehen wir jetzt mal in die Oberfläche. Ich habe mal nachgesehen, da das Speichermenü von Indiana Jones hier auf Fenstern beruht, kann ich, wenn ich diese Fenster öffne, die ihr leider nicht sehen könnt, einfach LP07, was ich vorher kopiert habe, mit Steuerung V reinkopieren. Dadurch geht das Ganze einen Ticken schneller. Mehr Sowjets, mehr Fässerbomben. Yo, der hat sich aus der Explosion rausgerollt. Das ist ein echter Imbanese, Leute. Nicht ducken oder wegspringen von der Explosion. Nein, Kampfrolle nach rechts. Das ist das Wichtigste an der ganzen Sache. Noch mehr? Nö, das war's erstmal. Sehr gut. Müssen wir da runter? Scheint so. Es geht noch ein Weg da lang. Na gut, alle. Hopsassa. Aber da ist noch eine Tür. Zumindest würde ich mal spontan behaupten, das könnte eine Tür sein, so andersfarbig, wie das Ding aussieht. Die Wand sieht aus, als würde sie bald einstürzen.
Ach, einstürzen. Okay, darüber können wir auch reden, aber vorher gehe ich in die andere Richtung. Ich will erst wissen, was sich dort unten befinden könnte. Ich habe das Gefühl, es ist nämlich nur so eine extra Schatzroute. Moment. Ich will nicht aus Versehen in die Lava reinlaufen. Deswegen gehe ich ein wenig mehr in die Kante. So. Wie komme ich da runter? Einfach springen? Jo, einfach springen reicht gut. Ah, ich wusste es doch. Hier gibt es noch mehr Gesellschaft. Kann ich die doch hoffentlich... Ja, zwei Stück sogar. Mit ein bisschen... Distanz schon. Hehe, aufs Korn nehmen. Aber die Reichweite vom Revolver... Von nicht vom Revolver, von der 9mm Pistole scheint hier schon zu reichen. Deswegen gehen wir einfach rein und ballern alles wie nieder. Moment, Fass-Bumm? Fass-Bumm, habe ich gefragt. Ja, Fass-Mega-Bumm. Aber nicht Mega-Bumm genug, damit der andere auch kaputt geht. Anna, der ist hinter einem... Guck euch das an! Der Typ steht hinter der Tischkante da. Weder er sieht mich, noch kann ich ihn ins Target nehmen. Das ist so ein Witz! Die Deckungsabfrage hier stellenweise. Moment, ich halte mich kurz. Das ist mir ein bisschen zu gefährlich. Obwohl, einen Schuss krieg ich glaube ich noch hin, oder? Ja, sehr gut. Der hat mich noch verfehlt, das war knapp. Trotzdem. Noch so eine Meute will ich nicht begegnen, also nehmen wir... Na komm, wir hauen so ein großes Kraut raus. Wir haben davon mehr als bei den kleinen. Yay, mehr Munition für meine Lieblingswaffe. Geil. Wenn das Spiel hier nicht so eine, ich drehe mich auf einem Punkt Steuerung hätte wie Lara Croft, dann könnte man versuchen, natürlich mit der Maschinenpistole ein paar mehr Leute zu treffen, aber... Ja, hier reinzulaufen bei vier Gegnern und zu hoffen, irgendwas zu treffen, ist doch ein bisschen sinnlos. Was ist das? Ein Schlüssel? Ja. Schlüssel haben so ihre Vorteile. Genau wie Granaten. Eine sogar noch bessere Lebensversicherung. Den Spruch kennen wir schon, Indy. Ich muss mir was Neues ausdenken. Vielleicht eine explosive Lebensversicherung. Oder eine noch bessere Art, sich zu verteidigen. Keine Ahnung. Mir fällt gerade nichts Reißerisches ein. Mir fällt nur auf, dass hier wahrscheinlich ein Block ist und ich da hochklettern kann. Das ist doch mal ein Angebot. Nicht genug Platz. Wie bitte? Jetzt haben wir nicht die Palme im Weg. Da scheint was drin zu sein. Ja, danke, Indy. Es wäre vielleicht ganz tutti, wenn du das Ding auch rausziehen könntest. Dann sag mir jetzt nicht, dass diese blöde Palme im Weg ist. Ich meine, wir sehen es vom Platz her. Das hier ist ein Block, wo ich gerade dran stehe. Das heißt, der Block da dürfte höchstens bis hier gehen. Nicht bis zur Palme. Indy, du bescheißt mich. Ich sehe es kommen. Irgendetwas blockiert diese Tür. Die Sprüche für geschlossene Türen häufen sich erstaunlicherweise. Und ich kann natürlich nicht diese winzig kleine Schräge hoch... Oh doch, ich kann es noch nicht weiter rechts. Dumm. Das bringt mir aber leider nicht so viel, so wie es aussieht. Das hier ist zwar eine Kletterpartie, allerdings keine, wo ich rankomme soweit. Peitsche? Ne, Peitsche bringt mir auch nichts. Liegt da drüben irgendwas? Ich glaube, nein. Ich gehe mal kurz rüber, nur zum Abchecken. Vielleicht liegt da hinter der Palme ein Schatz, den ich spontan nicht sehen kann. Besser mal ganz kurz vorbeizuschauen. Nö, leider nicht. Als dass ich übersehe. Ich muss da oben rein. Und da unten ist eigentlich ein Block, den ich rausziehen können müssen tue. Hab auch alles eingesammelt, ne? Ja, scheint so. Nochmal. Ich kann das nicht noch weiterschieben. Ja, und jetzt zieh mal. Zu wenig Platz zum Rangieren. Ich verstehe es nicht. Soll das Ding irgendwie dekorativ sein oder was? Ich meine, das lässt sich garantiert auch nicht nach rechts oder links bewegen. Ja, das war's schon mal nicht. Was habe ich denn noch in meinem Inventar? Nur den Schlüssel aus Aluminium. Okay.
dann ist das hier wohl erstmal sinnlos. Ich könnte versuchen, die Palme mit einer Granate niederzureißen, aber ich glaube nicht, dass das Spiel da mitmachen würde. Leider. Wir kennen ja inzwischen seit Crysis, wie viel Spaß es machen kann, einfach mit sinnlosen Granatenwürfen Bäume und Umgebung zu zerdeppern. Obwohl in Serious Sam HD, Serious Sam 3, also nicht in einem der Remakes, sondern in dem Spiel, wo man die Papageienbombe hatte, damit ich es jetzt mal so ausdrücken kann. Das war auch eine coole Umgebungszerstörung, vor allem mit sowas wie der Kettensäge. Moment mal, das Ding kann man... Ach, nö. Kann ich? Ne, das sind die Fäuste. Ne, schade, ich dachte, es gibt eine Kurztaste für das Artefakt. Ich glaube, es gibt auch eine. Und die müsste eigentlich auf der Rückseite der Anleitung dazu stehen. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Moment, ich kann es mal kurz testen. Ne, ist es nicht. Das wäre bei Urgons Artefakt wohl ein bisschen offensichtlich gewesen. Na toll. Ah, wieder mal völlige Dunkelheit und wahrscheinlich Gegner da drin, die mich vergiften können. Und wie viel wetten wir? Hochgucken. Peitschenspiel. Okay. Und Indy ist leuchtend rot. Ist eine coole Atmosphäre, wenn Indy so schön schwarz-rot leuchtet. Aber passt nicht ganz zur Umgebung. Zur Realität. Was ist das denn? Ach, ein Edelstein. Sieh sich einer das an. Leichten Frosch im Hals, Leute. Entschuldigt bitte. Da oben ist noch ein Ausgang, aber ich kann nicht höher klettern mit diesem Peitschenteil. Ich muss mich jetzt eigentlich... Moment, das speichern wir besser. Ich muss mich hier eigentlich nur fallen lassen. Kablupp. So. Jetzt macht Indy schon wieder diese komischen Soundbugs, wo er auf der Stelle tritt. Mei, oh mei. Oh, das war knapp. Aber wofür ist jetzt der Aluminiumschlüssel? Ich habe da unten einen Block zum Rausziehen, den ich nicht rausziehen kann. Und hier oben eigentlich nichts weiter. Gucken wir unten uns nochmal um. Vielleicht habe ich hier irgendwas übersehen. Die Tür kann man nicht nur von der anderen Seite aufmachen, hat ihn ja gesagt. Auf dem Rückweg war wahrscheinlich nichts. Ich will es nur nochmal testen. Doch, es geht. Hört mal, man kann den Gong anschießen. Ich glaube zwar nicht, dass er unbedingt was bedeutet, der Gong, aber es geht. Einen Moment mal. Das habe ich noch nicht ausgetestet. Aha! Das ist ja ein gutes Versteck. Darauf wäre ich so schnell nicht gekommen. Das muss ich dem Spiel lassen.